Bist du Millionär? So, moin Adel. Hallo, hi. So, es geht bei uns ja immer ein bisschen darum, auch Fragen zu stellen, die man vielleicht normalerweise eigentlich nicht in einem Interview mit einem Popstar stellt. Also nicht wundern, wenn hier und da mal eine Doofe dabei ist. Die wichtigste Frage vorweg, dürfen wir du und du zu dir sagen? Absolut, klar. Du und du. Wie oft hast du diesen doofen Witz schon gehört? Auch schon ein paar Mal. Du und ich und ich, alles. Aber wir haben uns ja den Namen auch ausgedacht. Also von daher muss man damit leben dann, dass die Leute auch manchmal ein Späßchen machen. Eine goldene Regel ist, dass man in Interviews mit Popstars nicht spontan fragt, ob die was singen können. Aber wir machen ja das andere Interview. Kannst du uns die neue Single einmal ansingen? Deine Lippen kommen näher, die Welt steht auf Pause und ich fühle mich bei dir. Direkt wie zu Hause, deine Lippen kommen näher, die Welt steht auf Pause, ganz egal was passiert, du bist was ich brauche. Okay. Yeah. Geil. Bist du Millionär? Weißt du, was das Schöne ist? Ja. Also. Wenn ich jetzt Ägypten, mein Vater kommt ja aus Ägypten, meine Mutter aus Tunesien, dann würde ich wahrscheinlich darauf konkret antworten. Aber dadurch, dass ich ja in Deutschland geboren bin und in Berlin groß geworden, ist meine Antwort, über Geld spricht man nicht. Das ist die feine deutsche Art. Hast du schon mal deinen Star-Status so richtig ausgenutzt? Ja, voll. Okay, erzähl. Oh, voll. Wenn es so um irgendwelche Sachen irgendwo reinkommen oder so, ne? Also im Club damals schon, ja, dann war immer so, okay, Adel, du gehst vor, so. Weil ich meine, wir sind ja groß geworden hier in Berlin, und wie ich so als Schwarzkopf, sind wir nie in Clubs reingekommen. Ne? Also wenn wir keine Mädels dabei hatten, dann war für uns sofort an der Tür schon, Jungs, oh, heute nicht, ne? Geht mal schön nach Hause. Und als ich dann langsam berühmt wurde, mit meiner Boyband zum Beispiel, auch schon The Boys Ende der 90er, und dann mit ich und dann mit meinen Kumpels unterwegs waren, dann war es schon so, dass die mich immer so, okay, ey, geh du mal vor, Adel, du musst als Erster gehen. Und dann hat der Türsteher, dann habe ich auch extra schon so geguckt, so, ja, du siehst richtig, ich bin genau der. Und dann sind wir reingekommen. Und das war zum Beispiel einmal, nicht nur einmal, also das ist schon öfter mal passiert. Bist du ein guter Chef? Weil du hast ja Leute, die für dich arbeiten. Nee, bist du nicht? Warum nicht? Ich sag dir genau, warum nicht. Ich bin ein sehr, sehr netter Typ an sich, so. Aber Rihanna hat mal so einen Satz gesagt, don't take my kindness for weakness. Ja? Also nimm meine Nettigkeit nicht als, leg meine Nettigkeit nicht als Schwäche aus. Mhm. Und wenn ich ein guter Chef, also ich erkläre erstmal, wie ich bin. Ich bin so, ich habe meine Leute um mich rum, ich bin mit allen cool. So. Aber ich registriere natürlich, wenn der ein oder andere so der Verlockung erliegt, das so ein bisschen auszunutzen. Ja? Und dann bin ich halt nicht jemand, der das dann sagt, ja, sondern, oder ich sag schon was, aber ich umschreibe das in einer sehr netten Form, ja, ich sag dann so, also da, so, dass ich denke, dass mein Gegenüber versteht, dass ich das jetzt gerade keine coole Aktion fand, ja, okay. Aber ich komme nicht und sage, ey, Dicker, das war keine coole Aktion von dir gerade, so, und das ist auf jeden Fall eine richtige Schwäche von mir, weil dann häufen sich diese Dinge. Und dann komme ich von einem Tag auf den anderen, das war übrigens auch manchmal in Beziehungen so, von einem Tag auf den anderen und sage, ey, das war's für mich, das Fass ist übergelaufen, wir gehen jetzt ab jetzt getrennte Wege. Du kannst jetzt auch einfach ganz direkt sagen, Alter, wenn du mir noch so eine blöde Frage stellst, dann ist das sofort vorbei, aber ich mache einfach weiter, weil wir haben uns wirklich coole Sachen ausgedacht. Zum Beispiel wollten wir wissen, hast du schon mal einen Mann geküsst in deinem Leben? Ja. Also, Opa habe ich auch schon geküsst und Onkel. Also, aber Nee, ich habe auch schon mal, also jetzt keinen allzu langen und keinen sehr, sehr leidenschaftlichen, aber
Ja, habe ich schon gemacht, ja. Und wie ist zustande gekommen? Also einfach Lust gehabt oder was? Nee, das war eher so ein bisschen unter Einfluss von ein paar Getränken, die zu viel. Aber es war lustig so, es war so unter Musikern. Okay, und auf den Mund geknutscht, richtig? Oder was mit Zunge oder ohne Zunge? Nein, ohne Zunge. Ohne okay. Zunge, zum Glück. Wen wählst du am 26. September? Wen wähle ich am 26. September? Also, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ne? Ich schwanke noch. Mhm. Ich bin ein SPD-Kind. Mhm. Ja? Also SPD war die Arbeiterpartei. Meine Familie, meine Eltern haben ständig SPD gewählt. Ne? Mhm. Und ich eigentlich auch. Aber ich schwanke ein bisschen. Also das gibt so ein paar, wo ich dachte, so vielleicht doch auch grün wäre interessant. Was ich auf jeden Fall nicht wählen werde, ist rechts, das ist klar. So, deine Entscheidung. Willst du noch eine letzte harte Frage zum Schluss oder möchtest du gerne mir noch eine blöde Frage stellen? Nee, stell ruhig noch eine, kein Problem. Okay. Hast du schon mal Drogen genommen? Also Alkohol ist ja auch eine Droge, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ja, habe ich. Ich habe auf jeden Fall mal, ich hatte als Schüler hatte ich eine Phase, da habe ich dann Gras ausprobiert. Also dann habe ich gekifft. Okay. Und ich kann jeder soll machen, wie er denkt irgendwie. Ne? Ich kann nur sagen, die Konsequenz war, dass ich direkt auf dem Gymnasium sitzen geblieben bin. Also in dem Jahr, wo ich dann dachte, ach, das ist aber spannend, das mache ich jetzt mal. Es ging wirklich, und ich war echt ein guter Schüler, es ging innerhalb eines Jahres habe ich es geschafft. Das war nach der in der 8. Klasse. Oh, die 7. Okay. habe ich noch gut gemacht. Ja. In der 8. Ging das dann los und es war dann ein rapider Absturz. Ein rapider Absturz und ich musste die wiederholen. Nee, die 9. war es. Okay. Also ich kann davon nur abraten. Also, aber jeder muss selber wissen. Ich finde jetzt, also jeder soll probieren, wie er will, aber für mich hat es sich nicht gelohnt. Das war dann, und dann habe ich auch wirklich nicht mehr gemacht und dann ging das mit der Schule gut und dann ging es ja mit der Musik los und dann, ich bin nicht so der Typ dafür. Vielen, vielen Dank, Adel, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und dass du vor allem so geil ehrlich warst. Vielen, vielen Dank dafür. Klar. Kein Thema, ey. Immer wieder gerne. Macht immer Spaß mit dir. Also, dann alles Ciao. Liebe Grüße an dein Publikum. Bis bald, Leute.